Hi, hier ist Mr. Lagiol. Heute möchte ich dir gerne drei verschiedene Lagiol Taschenmesser von drei verschiedenen Schmieden in drei verschiedene Preiskategorien vorstellen. Es geht da mal so um Messer für 170 Euro, 580 Euro und 760 Euro. Ich möchte dir eigentlich ein Gefühl vermitteln, warum die Messer, die eigentlich aus der gleichen Kategorie, sprich Lagiol Taschenmesser, warum die unterschiedlich viel kosten, worauf man achten sollte und wie kommt diese Preisdifferenz zustande. Also bleibt dran, bis gleich. Die Lagiol-Messer werden ja nicht nur von sehr vielen Schmieden hergestellt, sondern die gibt es auch in Preisbereichen von ungefähr 60, 70 Euro bis 2.000, 3.000 Euro. Und ich versuche mit meinen Videos dir auch ein Gefühl zu geben, was bedeutet ein Messer oder was ist ein Messer, das nur 70 Euro kostet, was 500, was 1.000 Euro kostet. Wie kann ich unterscheiden, welches Messer ich kaufen sollte? Ich versuche so ein Gefühl zu vermitteln, wo die Unterschiede zwischen diesen ganzen Qualitäten sind, zwischen den verschiedenen Schmieden, zwischen den verschiedenen Preisen, Materialien. Und so stelle ich auch jetzt vor, eben diese drei verschiedene Taschenmesser von drei verschiedenen Schmieden in drei verschiedene Preissegmenten vor. Übrigens, ich mache jede Woche ein neues Video zum Thema Lagiol und Thiers Messer und wenn du möchtest, kannst du gerne meinen Kanal abonnieren, damit du ja auch kein Video verpasst. Also kommen wir jetzt mal zu den drei verschiedenen Messern in der Nahaufnahme. Ja, hier haben wir die drei wunderschönen Lagiol Taschenmesser, die im Grunde genommen völlig unterschiedlich sind. Einmal haben wir das Taschenmesser von Lagiol Enobrac. Das ist mit einem Griff aus Knochen. Und das Schöne ist hier, dass die Metallendstücke des Griffes in Form von einer Muschel dargestellt sind. Das Messer kostet 169 Euro und hat ein Gewicht von 93 Gramm. Das zweite Messer ist von Lagiol Chevalier. Es hat eine Damastklinge und das Besondere ist eben der Griff, das ist ja aus Kaktusbaum und die Löcher in dem Kaktusbaum sind mit einem blauen Harzmasse gefüllt. Hier kann man es ja besser sehen, ist ja erheblich mehr Löcher auf der Seite, deswegen ist auch mehr blaue Fläche. Das Messer kostet 580 Euro. Und dann haben wir noch das Messer von Philippe Voisier. Das ist ein Giraffenknochen. Auch am Ende hat er die Form von einer Tulpe. Deswegen heißt er auch Edition Tulip. Und das kostet 761 Euro. Aber warum sind die Unterschiede so dermaßen groß? 160, 580 und 761. Schauen wir uns jedes Messer aus der Nähe an. Fangen wir an mit dem Taschenmesser von Lagiol Enobrac für 169 Euro. Es handelt sich hier um ein Taschenmesser, das alle Metallelemente glänzend hat, also brillant. Die Schmiede Lagiol Enobrac, die ist ungefähr 20 Kilometer von dem Dorf Lagiol entfernt und ist meiner Meinung nach die zweitgrößte Lagiol-Schmiede in Frankreich. Das Besondere an diesem Taschenmesser ist, dass die Backen, die Metallbacken, vorne und hinten jeweils in Form einer Muschel dargestellt sind, was natürlich den Preis auch erheblich größer macht. Denn wenn die Elemente hier glatt gewesen wären, hätte das Messer vielleicht so um die ja, vielleicht 120 Euro, 100 bis 120 Euro gekostet. Die Biene und der Rücken ist ja auch relativ, also eigentlich sehr, sehr schön gestaltet, passend zu der, finde ich ja sehr gut passend zu der Muschel vom Motiv her. Wenn man hier guckt, hat man ja die gleichen Designelemente auf dem Rücken und auch die Biene ist entsprechend gestaltet. Und wir haben hier eine gilochierte Biene. Das heißt also, dass die Biene gilochiert ist mit dem Ressort, also in einem Stück. Und der Griff ist aus Knochen, aus weißem Knochen. Hier haben wir dieses Hirtenkreuz, was zu jedem Lagiol-Messer immer dazugehört.
Die Klinge sitzt mittig, wenn man sich das so genau anguckt hier. Vielleicht kommt das einfach rüber. Man kann ja sehen, dass es sehr gut angepasst ist. Die Qualität ist wirklich ganz, ganz, ganz hervorragend. Es lässt sich leicht öffnen und leicht schließen. Und die Klinge ist scharf. Also man kann davon ausgehen, dass bei den meisten Lagiol-Taschenmesser die Klinge scharf ist, denn zum einen ist ja das Metall, der Stahl ist ja 12C27, das ist bei dem anderen Messer von Philippe Voisier ja auch, und Lagiol & Aubrac legt sehr viel Wert darauf, dass das Messer entsprechend scharf ist. Kommen wir zu dem zweiten Messer, das Messer von Lagiol Chevalier. Das Besondere dabei hier ist, dass wir hier eine Damastklinge haben. Das ist ein rostfreier Damaststahl aus Deutschland, made in Germany. Das ist Balbach Damast. Ich finde, dass er sehr, sehr schön aussieht. Ich hoffe, dass man da in der Reflexion alles noch gut aussieht und man gut erkennen kann. Ich finde, eine sehr, sehr schöne Musterung. Und der Rücken, der wurde speziell für Lagiol Chevalier entwickelt. Man kann auch sehen, das sind ja Schilder und Schwerter, die hier symbolisiert werden. Und auch auf der Biene ist ebenfalls, kann man in der Lupe gut erkennen, da ist ja auch ein Schild mit einem Kreuz drauf. Das Besondere dabei ist auch hier der Griff. Wir haben hier seltene Kaktusbaum, wo die Füllungen, also die Löcher in dem Baum gefüllt sind mit dem Kunstharz, hier in der Farbe Blau. Es gibt ja auch andere Farben, Weiß oder Rot, aber hier ist eben halt Blau gewählt worden. Das Messer hat ein Drop-9-System, das heißt also, wenn man es schließt, dann muss man das Messer senkrecht halten, mit der Klinge nach unten, dann schließt das Messer, aber es öffnet nicht mehr. Man muss es wiederum drehen, mit der Spitze nach oben, und dann öffnet das Messer. Das liegt einfach daran, dass hier, kann man vielleicht hier so ein bisschen erkennen, eine Kugel ist, die durch die Schwerkraft entsprechend nach unten oder nach oben, je nachdem wie ich das Messer halte, hinläuft, und dann kann man das Messer öffnen oder schließen. Das ist ein sehr, sehr interessantes System, weil dadurch kann ich das viel leichter öffnen als ein normales Taschenmesser, ein Lagiol-Taschenmesser. Das wird ja hier durch eine Feder gehalten. Das heißt, wenn ich es öffne und schließe, muss ich immer gegen diese Feder arbeiten. Und je nachdem, wie das eingestellt ist, ist es mal leichter und mal schwerer zu öffnen und zu schließen. Während hier mit dem Drop-9-System, da brauche ich wirklich nur einfach hier leicht drücken und schon geht's auf. Kann ich mit einem Finger öffnen, weil da ist ja kaum Widerstand da. Und dann, wenn ich es schließe, dann brauche ich ja nur mit der Spitze nach unten halten und schon ist es zu. Ich halte das System für sehr, sehr gut und vor allem sehr, sehr einfach zu bedienen. Hier finde ich ja nach wie vor, wie ich eben sagte, den Rücken wirklich unheimlich schön. Da kann ich mir ja wirklich sehr lange angucken, das ist sehr präzise und wunderschön verarbeitet. Und kommen wir jetzt zu dem Messer von Philippe Voisier. Philippe Voisier, das ist ein Künstler. Es ist ein Ein-Mann-Unternehmen und der macht die Messer mit besonders filigran und unter Mikroskop. Wenn man sich das hier anguckt in der Lupe, dann ist der Rücken unglaublich detailreich und ganz filigran gemacht worden. Der arbeitet wirklich stundenlang unter Mikroskop, um so eine Qualität zu erreichen. Auch das Messer ist jetzt perfekt eingestellt. Das geht also sehr, sehr leicht auf und zu. Das ist auch eine Besonderheit von teuren Messern, dass sie wirklich viel, viel leichter auf und zu gehen. Ich habe hier Messer, die, sagen wir mal, 60, 70 Euro kosten.
Da sind die nicht so perfekt eingestellt. So ein Messer perfekt einzustellen verbraucht sehr viel Zeit. Und das erhöht dann auch den Preis. Und das Messer von Philippe Voisier ließ sich wirklich unglaublich leicht öffnen. Da kann man sagen, das macht das wieder, dieser Vorteil von dem Top-9-System schon wieder wett, weil es so extrem leicht auf und zu geht. Das Messer ist auch hier, also die Gilochierung von der Rückseite geht auch hier weiter fort, sodass praktisch eine rundum Gilochierung da ist. Auch hier haben wir eine gilochierte Biene, das heißt, die Biene ist praktisch geschmiedet mit dem Rücken. Es gibt auch die Doppelplatines-Taschenmesser, aber die haben wir hier alle nicht. Alle drei Taschenmesser sind von der Edition gilochierte Biene. Das heißt, die Biene ist in einem Stück mit dem Rücken jeweils. Die Frage ist, weswegen wir da eigentlich das Video jetzt gedreht haben, warum kosten die Messer vollkommen unterschiedlich und zwar erheblich, wie wir sagten, eben halt 169, 580 und 761. Hier erkennt man aber direkt, dass der Rücken ziemlich einfach dargestellt ist und auch die Biene ist recht einfach gehalten. Das heißt, warum ein Messer teurer ist, hat eigentlich drei Gründe. Zum einen sind die Materialien für den Griff. Wir haben hier Giraffenknochen, Kaktusbaum und Knochen. Und zum anderen ist die Klinge, ob wir da Damastklinge genommen haben für das Messer oder normaler 12C27 Stahl. Und dann, was noch erheblicher ins Gewicht fällt, ist, wie viel Arbeit an dem Rücken und die Biene verbraucht wurde. Und hier kann man genau sehen, dass wirklich auch entsprechend dem Preis die Arbeit investiert wurde. Das kann man ganz genau wirklich sehen, dass hier eben halt nicht so viel Arbeit benötigt wird, um dieses Muster zu machen, während hier natürlich viel mehr Arbeit benötigt wird, diese ganz kleine Bemusterung zu machen. Und hier noch erheblich mehr. Man kann das sehen, die Biene ist auch wirklich dreidimensional gestaltet. Man kann die Augen der Biene sehen. Hier die einzelnen Flächen sind ja entsprechend gemacht. Man sieht das hier jetzt in der Lupe aus der Nähe. Das ist wirklich eine unglaublich filigrane Arbeit. Und der Rücken mit diesen ganzen Blätterchen hier, das ist völlig, völlig anders gemacht. Und zudem ist auch noch hier unten an dem Ende von dem Griff auch nochmal diese Form hier in der Form von der Tulpe und dann entsprechend auch das Metall hier entsprechend dreidimensional wie die Tulpe gemacht worden. Also man kann sehen, dass das Messer von Philippe Voisier erheblich mehr Zeit und Mühe benötigt hat als die anderen zwei Messer. Ja, warum ist nun ein Messer erheblich teurer als das andere? 169, 580, 761. Lohnt sich das? Macht das Sinn? Kann man das sehen? Natürlich kann man das sehen. Man kann natürlich darüber streiten, ob man jetzt hier die grüne Farbe einpasst oder lieber diese braune mit dem blauen. Aber es geht ja gar nicht darum, ob jetzt die Farbe an sich gefällt, denn es gibt dieses Modell hier auch mit blauen Giraffenknochen, mit grauen Giraffenknochen. Und wenn wir es im Programm nicht haben, kann man es ja natürlich auch bestellen und speziell für einen anfertigen zum gleichen Preis. Genau wie auch hier. Es gibt auch hier verschiedene Griffe für die Messer aus der Avelin-Kollektion, hier von La Guiole Chevalier. Genauso wie auch hier gibt es eben halt andere Griffmaterialien. Also das kann man so jetzt nicht unbedingt Wert drauf legen und sagen, das gefällt mir nicht, weil der Griff eben halt nicht schön ist. Man kann eben halt einen anderen nehmen. Aber man kann hier ganz genau sehen, dass die Arbeit hier bei Philippe Voisier so einen großen Anteil hat an dem Preis, dass selbst dieses Messer mit einer Damastklinge nicht daran herankommt. Ja, also wie schon gesagt, es ist hier eine Balbach-Damastklinge, eine rostfreie und nicht eine, die in der Schmiede selber hergestellt wurde. Die Schmiede La Guiole Nobrac zum Beispiel, die hat auch, haben wir in einem anderen Video präsentiert, könnt ihr hier entsprechend oben jetzt sehen. Da sind selbst geschmiedete Damastklingen, die natürlich wieder auch noch teurer sind. Da hatten wir zum Beispiel ein Messer präsentiert, das über 1000 Euro kostet.
Aber selbst hier, diese Damasklinge macht die viele Arbeit, die Philippe Voysey an diese Messer investiert hat, nicht wett. Ja, und da muss man jeder für sich überlegen, ist mir denn diese Arbeit, die Herr Voysey hier investiert hat und diese wunderschöne filigrane Ciselierung und Detailreichtum und Verzierungen, ist es mir wert, dass ich eben halt 760 Euro ausgebe? Da muss man natürlich selber entscheiden. Ich finde persönlich, dass es schon der Fall ist, denn ich weiß, ich war ja da, ich habe es besucht und ich weiß, wie das hier gearbeitet, wie lange ihr da braucht. Das ist wirklich eine unglaublich fantastische Handarbeit, die Herr Voysey hier macht. Man kann auch hier sehen, selbst diese Schraube zum Beispiel, das ist nicht irgendeine Niete, die man einfach hier reingehauen hat, sondern auch die ist ja gestaltet. Also man kann wirklich in jedem Stückchen von diesem Messer die Kunstwerk sehen. Ne? Wie ich schon sagte, auch hier perfekt eingearbeitet, das genau mittig ist, unglaublich leicht zu öffnen und zu schließen. Also in jedem Hinsicht ist das Messer wirklich ein Kunstwerk und das hat natürlich seinen Preis. Ne? Und genauso wie auch dieses Messer hier, dieses Drop-9-System zum guten Öffnen und Schließen. Hier sieht man ja eine Schraube, hier kann man ja die Klinke entsprechend fester und weniger fest einstellen. Also hier ist ein bisschen mehr Hightech in diesem Messer und mit der Klinge, mit der Damastklinge, macht es natürlich auch die 580 Euro, finde ich, auf jeden Fall wert für dieses wunderschöne Messer. Und genau so ist auch dieses Messer hier, auch wenn es nur 169 Euro kostet, finde ich trotzdem, dass es dieses Geld auf jeden Fall wert ist, denn auch die Backen, die Endbacken sind natürlich schöner gestaltet als einfach nur gerade. Und auch der Rücken, selbst wenn es so einfach gestaltet ist, ist es dennoch, finde ich, schön und für den Preis auf jeden Fall gerechtfertigt. Ja, das geht ein bisschen schwerer auf als die anderen zwei, aber insgesamt ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich, bei jedem Messer gerechtfertigt und wenn man sich das genau anguckt, dann findet man auch heraus, warum das so ist. Ich habe versucht, in diesem Video ein bisschen klar zu machen, warum diese Preisunterschiede da sind und ich denke, dass jeder wirklich seine Berechtigung hat und sein Preis wert ist. Ja, du hast jetzt drei wunderschöne Taschenmesser gesehen in verschiedenen Kategorien und nächste Woche präsentiere ich wieder wunderschöne Taschenmesser und deswegen kannst du gerne meinen Videokanal abonnieren, damit du auch das Video nächste Woche nicht verpasst. Und übrigens, wenn du Fragen und Probleme hast mit dem Messer, du weißt nicht, welche du kaufen sollst oder du weißt nicht, ob du vielleicht ein Messer aus China oder aus Frankreich hast, wir haben auf der Seite originallagiol.de ein Live-Chat, das sehr oft, sehr viele Stunden am Tag auch besetzt ist, sodass du direkt live deine Fragen stellen kannst. Wir sind per Telefon erreichbar, wir sind per E-Mail erreichbar und wir beraten dich gerne, damit du natürlich an deinem perfekten für dich passendem Messer kommst. Im Anschluss an diesem Video zeige ich auch noch ein paar Fotos von diesen drei Messern und da kannst du noch ein bisschen genießen, noch ein bisschen vielleicht die Unterschiede sehen und ansonsten freue ich mich bis zum nächsten Mal, Mr. Lagiol.